Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück hier bei Far Cry 3. Wir sind immer noch dabei, hier irgendwie ein wenig Ordnung zu schaffen bei den Raclette. Ne? Nicht Raclette, sondern Racjat. Und ja, wir haben gerade einen kleinen Test gemacht, denn wir sind hier live im Livestream. Wenn ihr da mal vorbeischauen wollt und Bock drauf habt, dann könnt ihr da jederzeit mal vorbeischauen. Wir zocken hier The Search, wir zocken hier Far Cry 3, wir zocken hier Sheltered und Guild Wars 2 und den ganzen anderen Schissel, Vernissel. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, wir werden jetzt Folgendes machen. Und zwar haben wir ja... Was haben wir denn jetzt? Irgendeine Aufgabe bekommen? Ach da! Wir sollen zu Willis. Willis ist irgendwo überm Rosthof. Würde ich sagen, begeben wir uns da mal hin. Da seht ihr jetzt zum ersten Mal eine Sache, die ihr auf meinem Kanal wahrscheinlich noch nie gesehen habt. Nämlich ein Ladescreen. Und dann gehen wir hier kurz ran und kaufen uns Ammunition. So. Was? Keine langen Schlangen auf der Gamescom, wenn sie mir eine Autogrammstunde gibt? Ja, fuck you too. So, aber ich glaube, den Weg dahin, das können wir laufen. Das ist ja nicht so weit. Daher, unser YouTubers verlangen wir Geld für jedes Autogramm. Okay. Bevor ich es vergesse, wir haben ja eben beim Test, wie kam ich denn da hin? Beim Test haben wir ja einen Haufen Dingos abgeknallt und Dingos brauchten wir ja auch für Beuterucksäcke. Das ist sehr gut und hierfür brauchen wir Fell des unsterblichen Bären. Und ob der so unsterblich ist, das muss erstmal rausgefunden werden. Für irgendwas braucht man auch noch Dingo. Ich glaube für den Pfeilköcher. Ne, das Bärenfell. Okay, cool. Jetzt geht's aber erstmal zu Willis. Ob das der Bruce ist? Ich weiß es nicht. Und ich wage es zu bezweifeln. Zu spät. Der Konvoi hält bei der Shrimp Farm. Dort verladen sie Oliver in einen Heli. Ich brauche einen Aussichtspunkt, bevor dieser Austausch stattfindet. Okay. Heißt so viel wie Lauf um dein Leben, oder was? Zum Glück sind wir gut zu Fuß. So wollte ich sagen. Wir hätten vielleicht schlauerweise das Auto nehmen sollen. Aber wie gesagt, das wäre dann schlauerweise gewesen. Und wir und schlau, das ist ja nicht immer zutreffend. Ich habe keine Ahnung, ob wir das... Wie sollen wir das bis dahin schaffen, Alter? Ja, ich würde mal sagen, das ist ein Fail. Sichere das Gebiet. Wow. Alter! Wo ist Oliver? Lieber warten, bis ich ihn sehe. Ach du Scheiße.
ist er. Lasst ihn in Frieden, ihr Arschlöcher! Vor allen Dingen warte auf den perfekten Moment für den Schuss. Ich hab einen Fotoapparat. Sie dürfen Olli nicht in den Heli bringen. Lauf, oh, oh. Olli, na los! Alter! Als ob der mich von da unten trifft, oder was? Ich klau das Boot! Alter, bist du behindert? Ey, krasse Tattoos, Mann. Verschwinden wir von hier! Ein Boot! Halt das Boot gerade! Ich versuch's! Schneller! Wir entkommen! Alter Schwede. Alles klar. Das war's, Olli. Du hast mich gerettet. Und die haben meinen Vater erpresst. Der wollte denen ein Riesenvermögen zahlen. Alter, die hätten dich auch als Sklave verkauft, wenn er gezahlt hätte. Oh, Scheiße. Alter, was für eine mega Scheiße, Mann. Weiß nicht, ob ich klarkomme. Ich kenn dich, Olli. Du
bist stärker, als du denkst. Komm mit mir, ich weiß, wo du in Sicherheit bist. Ja, bei den verrückten Weibern in der Höhle. Lisa, Daisy! Ich hab Oliver. Hey, Olli! Hey, Mädels! Schön, wieder bei euch Wie schön, sein. Dass es dir gut geht. Oh, ich fliege wie ein Vogel und das Gewächshaus brennt. Wo sind wir hier bitte gelandet? Wow, das Zeug haut mächtig rein. Will noch jemand ziehen, bevor ich ihn ausmache? Ja, ich. Hey, ich bin in einer Sekunde da. Es ist ja wie im Himmel. Hey, Jason, kannst du mal eine Sekunde kommen? Ich muss dir was zeigen. Ich muss dir auch was zeigen. Komm. Hey. Ich mache ein Kreuz für Grant. Danke. Ich hatte bisher keine Zeit. Wir müssen reden. Werden wir. Nur nicht jetzt. Ich muss Riley finden. Wenn dem Jungen irgendwas passiert... Du hilfst mir. Okay, und du bist bis an die Zähne bewaffnet und voller merkwürdiger Tattoos. Ich sag ja nicht, dass du sie nicht retten sollst, aber ich mach mir Sorgen. Es verändert dich. Lisa, keine Angst. Zum ersten Mal nehme ich mein Leben selbst in die Hand. Das stimmt, das ist doch was Gutes. Daran haben wir hart gearbeitet. Und ich habe dir einen Studiojob besorgt. Ich habe Steve. Ich will jetzt nicht über deine Ex-Freunde sprechen. Das ist mein Weg. Ich muss ihn alleine finden. Okay. Okay. Verstehe, du bist gestresst. Wir sehen uns später. Ich liebe dich. Jetzt ich weiß. Bevor ich dich wieder aufhalte. Mann. Ist besser die anderen. Ich entscheide selber, was ich besser mache. So, aber hier drüben haben wir noch diese... Ah, wir können wieder einen Trip einfahren. Ich hol sie. Finde Riley im Club. Hallo, ich bin wieder da. What the fuck? Das ist nur ein Traum. Das ist ein Fehler in der Matrix. Riley. Geiler Club. Ein paar Amerikaner machen Ärger auf den Klos. Scheiß Amis. Touristen. Das ist nicht das Klo. Doug! Jason! Du bleibst auch für mein Set, hä? Ja, sicher. Hey, hast du meinen Bruder gesehen? Der mit der Kappe? Ja. Ja, der ist aufs Klo mit deinem Freund. Der soll aufpassen, Mädchen, hier sind teuer. Scheiße. Danke, Mann. Ich sehe dich später. Was denn für ein Freund? Zahl das Mädchen. Ey, du küsst sie, du bezahlst. Sie hat mir an den Arsch gepackt, so wie ich das sehe. Muss sie mich bezahlen. Oder wir machen dich platt. Ich werde euch einen Scheiß geben. Ey, chill mal. Ich hab doch Geld. Riley, ja. Halt mal deine Klappe und besorg mir ein Bier. Du führst dich auf wie eine Tussi. Was? Hey, komm, chill. Wir gehen wieder rein. Hey, keine Schlägereien, hast du versprochen. Wie du willst. Verarsch deinen anderen Jungs. Hey, der Große muss zahlen. Fick dich, Arschloch. Hältst du dich für was Besseres? Ja, tu ich. Das ist unser Revier, nicht deins. Pass bloß das auf, das werden wir noch sehen. Okay. Sympathisch? Und jedes Mal Kopfschmerzen. Alter, die können sich ja alle teleportieren. Ich habe das ganz genau gesehen, auch wenn es irgendwie nur im Augenwinkel war. Was ich interessant finde, ist, dass die Cutscenes und so, die laufen alle ein bisschen unrund. Ne? Habt ihr das gesehen? Das hier das unendliche Feuer, Alter.
Na gut, können wir uns dann noch was reinpfeifen? Nein. Dann würde ich sagen, gehen wir nach draußen, gucken wir, was wir jetzt anstellen können. Das Übliche, was auf Partys so passiert. Kennt man ja. Ich glaube, wir haben noch gar kein Ziel. Jason, ich habe deinen Freund gefunden, Keith Ramsey. Ein Hitman, der für heute arbeitet, kaufte ihn. Er ist meistens in der Bar bei den Baracken. Wie ist sein Name? Buck. Also sein Name ist Buck und er ist hier für einen Fuck. Was? Ja, die Cutscenes so professionell gebastelt sind wie das Kreuz. Also ich war jetzt auch ein bisschen stolz auf sie. Ich hätte nicht gedacht, dass die das da zusammengeschustert bekommt. Ich meine, das waren zwei Stöcker. Die muss ja erstmal aneinander binden können. So, jetzt hier aber Fähigkeiten. Tod von unten. Apnoe-Taucher. Pnoe. Seilrutschenschütze. Gezielt nachladen. Ausweichendes Fahren. Mit einer ausweichenden Fahne erleiden deine Fahrzeuge 50% weniger Schaden. Granaten-Takedown. Zieh einen Gegner einen Stift aus der Granate und stoß ihn weg. Das ist alles sehr schön. Aber wenn wir ehrlich sind, brauchen wir irgendwas. Doppelt so viel Beute von Tieren. Nehmen wir erstmal das. Da muss ich euch nicht immer langweilen damit. Bei Tierangriffen bringen hast du die Gefahr, von Gegnern umgestoßen zu werden. Das nehmen wir auch noch mit. Ne, weil ja das Jagen ist ja hier langweilig. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Nach Amanaki. Ne, da nicht hin. Aber hier hinten hin. Nach Badtown. Dabei gibt es da gar keine Betten. Semis Katze? Was? Hi. Ich hab doch gar keine Katze. Boah, Semi ist immer nur an der Kartenansicht. Langweilig. Ist voll LW geworden, Semi, ey. Jason? Das ist Jason, ja? Hallo? Wer ist da? Mann, ich glaube, ich habe hier den Falschen. Ich suche nach Jason. Ist er irgendwie da? Ist Jason in der Nähe? Wer ist da? Bergmann! Jason kennt mich noch nicht, aber ich brauche etwas Hilfe, wenn er interessiert ist. Ich sende meine Position. Sag ihm Bescheid, okay? Was? Soll uns nicht interessieren, wir haben ja ein Ziel. Bist du Buck? Ich habe nicht Geburtstag, dann ist wohl Weihnachten. Ich suche meinen Freund. Keith. Nee, sorry, da klingelt nichts. Du hast ihn von heute gekauft. Ah, den. Er sagte, er heißt... Ein Brüller. Also gut, dann reden wir Klartext. Du bist Jason Brody? Hey, hör zu. Ich will nur Keith. Jason. Wir sind doch nicht alles Wilde hier. Wir sind Geschäftsleute, Kapitalisten. Ich habe etwas, das du willst, oder? Mein Produkt. Und du hast auch etwas. Und was soll das sein? Eine Macke. Oh, nur ganz ruhig, Jace. Vorsichtig. Legst du mich um, kriegst du ihn nie. Finde den für mich. Beschaff mir den. Und du und ich sind quitt. Und Keith gehört ganz dir. Bring mir, was verloren ist. Den Dolch habe ich schon mal gesehen. Dolch? Ein Dolch? Das ist kein scheiß Dolch. Das ist Kunst. Da steckt mehr Geschichte drin als in euren Arschbacken. Das ist mein Preis, klar? Wo ist er? Dieser Schatzsucher, der wusste, wo er ist. Aber was, schnappte sich das Boot, während der nach einem chinesischen Schatz wühlte. Und was bekam er noch? Den Dolch. Nein, nicht den verfickten Dolch. Seine Position.
Du willst Kies zurück? Geh zu dem verdammten Boot und finde heraus, wo das Artefakt verbuddelt ist. So, und jetzt ab. Verpiss dich! Alles klar, wenn du mich so nett bittest. Mach ich doch gern. Sympathischer Typ. Sympathischer Typ. Alle sympathisch. Glaub, ich ziehe hierher. So, jetzt wollen wir mal gucken, wo wir denn hin müssen. Da ist aber nichts. Warum ist denn da nichts? Leute, wenn da nichts ist, wie soll ich denn da hin? Ich bin leicht überfragt, um ehrlich zu sein. Wahrscheinlich hat's der Hai gefressen. Jetzt gehen wir zum Hai und fordern Tribut. Gehen wir einfach hin und sagen: Hai! So geht das ja nicht. Ne? Mein lieber Herr Geschanksverein. Geschanksverein vor allen Dingen. So haben wir nicht gewettet, ne? Dass du mir hier den Dolch klaust. Irgendwas ist hier. Verlorener Brief. Geil. Endlich. Ich wusste die ganze Zeit nicht, was ich suche. Aber jetzt habe ich den verlorenen Brief gefunden. Jetzt weiß ich, dass meine Suche ein Ende haben kann. Amanaki. Ich glaube, wir können eigentlich mit dem Drachen hier rausfliegen. Und dann einfach ins Meer stürzen. Ich meine, abstürzen können wir ja gut. Ach, guck mal. Ist das vielleicht das Schiff? Jetzt mal auf, das ist bestimmt das Schiff. Es ist das Schiff. Da soll der Dolch sein? Okay. Das lief anders als erwartet. Hier sind doch keine Haie, oder? Bitte nicht. Alter, hier sind doch keine Haie, oder? Wir hätten vielleicht ein Boot nehmen sollen. Nein, ich sehe keine Haie. Also von daher, wir sind auf der sicheren Seite. Und ich glaube, wir gehen auch mit unserer Schalldämpferwaffe vor. Ich weiß noch nicht, ob Pfeil und Bogen oder mit der Uzi. Ich glaube, erstmal mit Pfeil und Bogen. Okay, wenn du das möchtest. Warum denn Brandpfeile? Wie kann ich das nochmal tauschen? Versteck dich nur. Ich finde dich.
entkommt mir nicht! Okay, alles cool, Leute. Alles cool. Ich meine, die haben uns zwar gesehen und alles, aber bis jetzt ist kein Alarm losgegangen. Und solange kein Alarm losgeht, ist alles noch im grünen Bereich. Sagte er, als plötzlich der Alarm losging. Also ich finde, wir halten uns ganz gut. Muss ich ehrlich zugeben. Besser als ich dachte. Vor allen Dingen krass, dass wir mittlerweile mit Pfeil und Bogen hier die Dicken killen können. Hätte ich nicht gedacht. Was ich jetzt noch machen will, ist hier einmal die Treppe hoch, denn da oben ist noch ein Pfeil von uns. Wie gesagt, entdecken können sie uns ruhig. So lange, wie sie keinen Alarm schlagen. Ist sowieso immer gemein, dass alle Alarm schlagen. Was hat denn der getan, Mann? Nein, nicht die Waffe wechseln. $12 hat dabei. Das ist ja der Hammer. Ein Ladebildschirm. Gut, na los, ich muss die Daten finden. Hier gibt es auf jeden Fall Alarmsignalteile. Nein, mein Schwanz brennt wie Sau. Besser ein Kondom benutzen. Wie lange müssen wir hier bleiben? Bis wir diesen Deutschen mit den Computern gemeldet wurden. Scheiße, ich muss an diesen Computer ran. Ja, kein Problem, Alter. Ich bin ja dabei. So, Alarme sind deaktiviert, nicht aktiviert, das wäre doof, sondern deaktiviert. Scheiß Rebellen! Wofür kämpfen die überhaupt? Für die Rebellion, du Vollidiot! Ich würde manchmal gern wissen, wir haben doch eigentlich alle Pfeile wieder aufgesammelt jetzt gerade. Warum also? Wir müssen unbedingt mal diese ganzen anderen Pfeile verschießen, die wir haben. Die sind zwar recht lustig, aber wenn es hart auf hart kommt, brauchen wir eigentlich die normalen Pfeile. Das ist unser Problem. Weil wenn wir hier so schleichend vorgehen, was bringt denn uns das, dass wir jetzt hier einen Explosionspfeil haben?
Weißt du, wie ich meine? Das ist irgendwie ganz lustig. Ich hab's halt drauf. Ohne das Korbzeug wär's gar nicht so übel. Vor allen Dingen, es wird mir ja angezeigt, dass ich den normalen Pfeil laden kann. Wie kann ich denn die Pfeile umschalten? Müssen wir mal gucken, wenn wir mit der Folge durch sind. So, da ist der Laptop. Bestimmt finde ich das Versteck des Dolches auf dem Computer. Bestimmt. Boah, wie schnell ich hacken kann. Na bitte. Der Kompass muss wichtig sein. Vielleicht führt er mich zu dem Dolch. Sieht eher aus wie ein Schlüssel. Oh, schneller, du Scheißding. Ist das ein Witz? Ah, mein Zeh. Okay, das wird ganz unlustig jetzt. Du musst jetzt hier raus. Das wird nicht lange halten. Zum Glück sind hier überall Sauerstoffflaschen. Ohne wäre echt scheiße. Okay. What the fuck? Hey, Bruce. Oh. Jace. Raus aus den Federn. Na komm. Ja, der Wald ist schön dunkel und tief. Aber steh endlich auf. Na los. Na bitte.
Hast du meinen Schatz schon? Er war nicht auf dem Boot. Oh, Jason. Keith wird das aber gar nicht freuen. Es ging ihm nicht gut, als ich ihn zuletzt sah. Warum sagst du mir das? Ich weiß nicht. Konversation, mein lieber, Unterhaltung. War da nicht auch ein Kompass? Exzellent, sehr gut. Die Daten sagen, folge dem Kompass. Oh, danke für die Hilfe. Jederzeit. Nun, den Rest kriegst du sicher allein hin. Keith braucht mich. Okay? Adios. Wer lässt sich seinen eigenen Namen auf die Brust tätowieren? Was ist das für ein Spasti? Hätte ihn ja gefragt, ob er behindert ist. So, Leute. Ich würde aber sagen, wie es hier weitergeht, das seht ihr dann in der nächsten Folge von Far Cry 3 live aus dem Livestream. Danke an alle, die hier vorbeigeschaut haben. Und bis zum nächsten Mal. Vielleicht bist du ja dann dabei. Ciao, ciao.